Somewhere in Bella Italia. Oh no, I forgot. It's still London. Aber tun wir das, was ich über die letzten Jahre perfektioniert habe. Romantisieren wir meinen Alltag. Hilfe, ich hatte echt meinen Shit together und bin einfach am Wochenende vorm Frühstück spazieren gegangen und random in den schwedischen Weihnachtsmarkt reingelaufen. War aber ganz lustig. Und dann war ich noch Secondhand shoppen. Natürlich habe ich wie immer nichts gekauft, aber hey. Oh, wenn ich das schon sehe, werde ich so ein bisschen melancholisch und habe richtig Bock auf diesen scheiß Reis. Und den Toaster vermisse ich sogar schon. Ach, die Waschmaschine war wirklich weniger. Wirklich weniger. Ah, da war ich auf dem Weg, um mehr über okkulte Dinge zu erfahren, aber ehrlich gesagt habe ich immer noch nicht verstanden, was die Freimaurer wirklich machen. Ist sie nicht einfach cute? Auf jeden Fall. So, ich bin wieder zurück. Es war schön mit Jan in der Wigmore. Und jetzt habe ich mich gerade noch mit dem netten Herrn vom Abenddienst im Empfang unterhalten und hat mir mal wieder was Süßes geschenkt. Das ist, glaube ich, so ein Tea Cake oder so heißen die. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich mag. Das ist so ein schlechter Schokokuss. Ja, weiß ich nicht. Oh hey, der Samstag könnte schlechter enden. Also irgendwie habe ich diese Dining Hall deutlich zu häufig gefilmt dafür, wie hässlich sie ist. Aber das Butterbrot hat's verdient. Ja, ein dunkles Kapitel meiner London-Zeit, aber immer wenn ich mal raus musste, weil kein Geld schon wieder für Kaffee ausgeben wollte, bin ich mit meinem eigenen Kaffee zu Starbucks gegangen. Es hat nie jemand gerafft und denen tut's echt nicht weh. Oh nee, da ist sie ja schon wieder. Und ganz ehrlich, diese Küche ist auch nicht besser. Keiner kann sie mehr sehen. Naja, mein Zimmer auch nicht. Was soll ich denn überhaupt noch zeigen?
ich war jetzt mit Bruno und Anna einen Kaffee trinken und ein bisschen rund um Kopf im Garten unterwegs. Und das war sehr nett. Und jetzt geht's wieder nach Hause, Mittagessen, weiterarbeiten. Yeah. Nee, soweit so gut. Der Mittwoch läuft. Ich bin wieder zu Hause. Sehr kalt draußen, aber jetzt wieder da und ich habe mein Päckchen bekommen. Ich freue mich. Oh, ich freue mich so. Eine Glashaustasse in London. Oh, ist das schön. Lunch. Ist served. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Sieht ein bisschen fragwürdig aus, aber egal. Lecker, lecker. Helm und Regenjacke, man sieht super aus. Ab zum Spinning. Leicht nass, aber angekommen. Hey. Kurzer Klo-Check-up. Dissertation Seminar ist geschafft. Und jetzt habe ich so ein Lunch with a Philosopher, was unser Department organisiert ist, mit unserem Department Head. I don't know, irgendwie kenne ich niemanden, der sonst geht. Vielleicht wird es richtig awkward. Wuhu, Helena! Dann muss ich mit meinem Handy klarkommen. Ja, man hört eh nichts, ich muss es anders festhalten. Also es war praktisch, aber schön bei dieser Socken- und Schlappen-Look echt nicht. Und ganz ehrlich, schon wieder in der Dining Hall. Oh, aber das Frühstück. Sehr gut.